Hermann Hesse, Kurgast. Eine Szene, in der der Autor ein Kurkonzert besucht. Wie ich am Tor des Kurgartens vorbeikomme, merke ich am lebhaften Besuch, dass oben im Saal wieder eines der vielen Konzerte sein muss, welche dort immerzu stattfinden, von denen ich noch keins gehört habe. Ich trete also ein und finde im Kursaal ein sehr zahlreiches Publikum versammelt. Es ist das erste Mal, dass ich das hiesige Kur- und Krankenvolk so in corpore antreffe. Hunderte von Kollegen und Kolleginnen sitzen da auf Stühlen, einige vor einem Tee oder Kaffee, andere mit Büchern oder Strickstrümpfen versehen und hören einer kleinen Gesellschaft von Musikern zu, welche fern im Hintergrund des Saales heftig spielen. Lange stehe ich bei der Tür und schaue und höre zu, denn kein Stuhl ist frei. Ich sehe die Musiker arbeiten. Sie spielen komplizierte Stücke, meist unbekannter Meister. Und es liegt nicht an der Qualität ihres Spiels, wenn ich diesem ganzen Unternehmen keine Sympathie entgegenbringen kann. Die Musiker machen ihre Sache sogar sehr gut. Und eben darum wünsche ich, sie möchten richtige Musik spielen, statt all dieser Kunststücke, Bearbeitung und Arrangements. Und doch wünsche ich dies eigentlich auch nicht. Es wäre mir um nichts wohler, wenn sie statt diesem unterhaltenden Auszug aus Carmen oder aus der Fledermaus etwa ein Schubert-Quartett oder ein Duo von Händel spielen würden. Um Gottes Willen, das wäre noch schlimmer. Ich habe das bei einem ähnlichen Anlass einmal erleben müssen. Bei schwach besuchtem Saal spielte damals der erste Geiger einer Kaffeemusik die Chaconne von Bach. Und während er sie spielte, notierte mein Ohr folgende gleichzeitige Eindrücke. Zwei junge Herren zahlen einer Kellnerin ihre Zeche und ließen sich ihre kleinen Münzen auf den Tisch zählen. Eine energische Dame reklamiert in der Garderobe heftig ihren Regenschirm. Ein etwa vierjähriger, entzückender kleiner Junge unterhielt eine Tischrunde durch sein hellstimmiges Gezwitscher. Außerdem waren Flaschen und Gläser, Tassen und Löffel in Tätigkeit und eine alte Frau mit schwachem Augenlicht stieß zu ihrem eigenen heftigen Erschrecken einen Teller mit Gebäck über den Tischrand hinab. Jeder dieser Vorgänge für sich betrachtet, war ein vollgültiges, meiner Sympathie und Aufmerksamkeit würdiges Geschehnis, dem gleichzeitigen Andringen und Werben so vieler Eindrücke aber, fühlte ich mich seelisch nicht gewachsen. Und daran war einzig die Musik schuld. Die Bachsche Chaconne, sie war es alleine, welche störte. Nein, alle Achtung vor den Musikern im Kursaal. Aber in diesem Konzert fehlte für mich die eine Hauptsache, der Sinn. Dass 200 Personen Langeweile haben und nicht wissen, wie sie den Nachmittag herumbringen sollen, das ist in meinen Augen keine zureichende Begründung dafür, dass einige gute Musiker Bearbeitungen aus bekannten Opern spielen, was diesem Konzert hier fehlt, was bloß das Herz, das Innerste, die Notwendigkeit, das lebendige Bedürfnis, die Spannung von Seelen, wartend auf Erlösung durch die Kunst. Indessen kann ich mich hierin täuschen. Wenigstens sehe ich bald, dass auch dieses eher schwunglose Publikum nicht eine homogene Masse ist, sondern aus vielen einzelnen Seelen besteht. Und einer dieser Seelen reagiert auf die Musiker mit größter Sensibilität. Zuvorderst im Saal, ganz nah dem Podium, sitzt ein leidenschaftlicher Musikfreund. Ein Herr mit schwarzem Bart und goldenem Kneifer. Der wiegt weit zurückgelegt mit geschlossenen Augen, trunken seinen hübschen Kopf im Takt der Musik. Und wenn ein Stück zu Ende ist, erschrickt er, reißt die Augen auf und eröffnet als erster die Salve des Beifalls. Allein mit dem Klatschen nicht zufrieden, erhebt er sich auch noch, tritt ans Podium,
weiß sich dem Kapellmeister von hinten bemerklich zu machen und überschüttet ihn unter andauerndem Beifall der Menge mit Worten begeisterten Lobes. Gestehensmüde und von dieser Veranstaltung weniger hingerissen als der bärtige Enthusiast, denke ich bei der zweiten Pause eben daran, mich wieder zu entfernen, als aus einem Nebenraum her ein rätselhaftes Geräusch mein Ohr erreicht. Ich frage einen benachbarten Ischiatiker und erfahre, dass dort ein Spielsaal sei. Ha, erfreut eile ich hinüber.